Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf InScope Lifestyle. Ich bin fast wieder gesund. Ich habe nur ein bisschen Nachhusten. Vielleicht kann ich heute schon wieder ins Gym. Ich schau mal. Ich bin mir noch nicht sicher. Ganz kurze Zwischeninfo. Ich habe mir hier neues Headset, neue Webcam, neuer PC. Da oben liegen die Komponenten. Ich zocke in letzter Zeit hin und wieder mal eine Runde. Vielleicht nach dem Urlaub oder so. Oder vielleicht auch noch davor ein bisschen zu streamen. Also das ist aber wirklich nur für die, die es interessiert. Und ich bin jetzt nicht wieder der wieder in die Zocker-Szene abrutscht. Leute, das ist gar nicht das Thema. Das werde ich mal anders mal ansprechen. Es geht mir heute viel mehr um was ganz anderes. Und zwar um was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ich habe nämlich gestern einen Brief bekommen. Die Mutter hat mir jetzt hier einen Brief geschrieben, in dem es darum geht, ja, mein Sohn hat Geburtstag, er ist auch Grieche und so und ist ein Fan von ihnen und wird 16 und können sie zur Schule kommen und so. Das ist wirklich ein Punkt, da muss ich sagen, ich fühle mich krass geehrt. Das ist was, wo man auch oft sich als YouTuber so ein bisschen vergisst, was das eigentlich ist. Es würde jemanden glücklich machen, nur weil ich meine, ich bin auch nur irgendein Mensch, ja, irgendein Typ, der Videos macht. Aber es würde ihn glücklich machen, wenn ich vorbeikomme auf seinem Geburtstag und einfach nur da bin. Das ist eine krasse Ehre. Oder viele Leute freuen sich einfach nur, mit mir schreiben zu dürfen, ja. Das ist für mich eine krasse Ehre und sowas darf man niemals vergessen. Das will ich mir niemals aus dem Kopf schlagen und das darf man niemals vergessen, weil das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man so einen Zuspruch bekommt. Und man muss es immer von so zwei Seiten sehen. Einerseits ist es natürlich eine Ehre und ist krass und wow, ja. Aber andererseits ist es zum Beispiel das vor der Haustür stehen, das kotzt eben teilweise mal an, ja. Ich bin jetzt auch niemand, der dann so sagt, ja, ich ziehe jetzt aus oder das ist so übel schlimm für mich, dass es gar nicht geht. Der Brief hier, als allererstes mal wirklich viele Grüße an die Mutter. Ich überlege mir sogar wirklich, ob ich vielleicht vorbeigehe, ja. Aber, und zwar, es kann eigentlich nicht sein, habe ich mir im ersten Moment gedacht, dass eine Mutter mir einen Brief schreibt, indem sie mich so mehr oder weniger dazu auffordert, irgendwo hinzukommen. Das ist so ein ganz schmaler Grat zwischen einer Sache, wo du sagst, das geht gar nicht, und eine Sache, wo du sagst, ja, hey, das ist eigentlich eine coole Aktion. Wäre es im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, ja, nee, was wollen sie von mir? Sie können doch nicht einfach von mir verlangen, dass ich vorbeikomme. Dann heißt es, ja, was ist das denn für ein abgehobener Spaß, der? Andererseits, wenn ich direkt sage, ja, okay, alles klar, dann könnte ja jeder mir einen Brief schreiben und ich wäre jeden Tag unterwegs zu einem anderen Geburtstag. Versteht ihr, was ich meine? Und ich erwarte halt irgendwie von einer Mutter, von einer Erwachsenen, dass die sich halt ungefähr in die Situation reinversetzen kann, wie das ist, wenn man eben... Das ist ja nicht, die sind ja sicherlich nicht die einzigen, die wollen, dass ich vorbeikomme. Und wie gesagt, es ist eine krasse Ehre, ja. Aber ich kann nicht bei jedem vorbeigehen, das geht einfach nicht. Und wenn ich bei ihm vorbeigehe, wieso soll ich dann nicht bei jemand anderem auch noch vorbeigehen? Das wäre ja unfair, ja. Das ist immer so eine Sache, auch mit Nachrichten auf Facebook. Ich schreibe da wirklich gern auch mal zurück. Klar kann ich nicht immer zurückschreiben, keine Frage, aber manchmal kommen einfach Leute und sagen halt, das ist so eine Frage, wenn man da klar überlegt, die passt einfach nicht. Digga, kannst du vielleicht mich mal auf Instagram pushen oder so? Wenn du da sagst, nein, Digga, guck dich mal an, du hast 100 Abonnenten, dann kommt man so abgehoben rüber. Aber es ist doch klar, dass man da kein Shoutout macht. Das sind einfach so Fragen, wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man sich so denken, ja, die Frage will der Typ, glaube ich, nicht unbedingt beantworten oder die Antwort ist klar oder die Frage, die passt einfach nicht, ja? Genauso eigentlich der Brief hier. Die Mutter kann sich wahrscheinlich, eigentlich sollte man sich denken können, dass ich nicht die ganze Zeit auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern mit. Ich überlege mir, ob ich dorthin gehen soll, weil ich bin auch kein Unmensch, wisst ihr, ich bin eigentlich, was sowas angeht, ich bin eigentlich mega nett, ja. Nun allgemein diese Lage, mir einen Brief zu schreiben auf eine Adresse, die eigentlich keine Sau was angeht, ja, mir einen Brief zu schreiben und dann darin noch so reinzuschreiben, ja, hey, bitte kommen Sie vorbei und was weiß ich was so. Ich weiß, sie will einen Gefallen für ihren Sohn tun. Ich weiß, ich kenne die Situation aus ihrer Sicht wahrscheinlich schon. Ich will dazu einfach nur sagen, mal ein bisschen nachdenken. So, das war jetzt mal so ein Video, was mir übelst auf dem Herzen gebrannt ist. Darüber wollte ich unbedingt mal sprechen, weil das ist mir ein übel wichtiges Thema. Und ich will auch, dass ihr da wirklich meinen Standpunkt versteht, dass ihr nicht irgendwie denkt, ja, der Typ, Mann, ey, der ist so ein abgehobener Spaß oder sowas. Ansonsten war es mit dem Video heute. Ich hoffe, ich kann heute ins Gym. Und dann kann endlich mal wieder, endlich, mit Tim im Gym kommen. Leute, das war's für heute. Macht's gut, ciao. Bam. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und schaut beim letzten Video vorbei. Ansonsten sehen wir uns natürlich im nächsten Lifestyle-Video. Macht's gut, ciao.